Also das ist ein Spiel, wenn wir das hier irgendwie tatsächlich mal spielen sollten, dann müssen wir uns entweder immer noch mal die Videos vom letzten Mal erst angucken oder tatsächlich Notizen machen. Ja, also weil wir spielen so im Rhythmus von, also wir versuchen es alle 2 Wochen, ja. Wenn es früher geht, ist super, aber meistens... Meistens geht es eher nicht so oft. Yeah. Insofern, und in 2 Wochen vergisst man halt auch viel. Deswegen, also, falls wir hier was wiederholen, kann das schon mal sein, ja. Genau. Manchmal, wir sind jetzt so im Alter, wo man auch häufiger die Storys, die man schon mal erzählt hat, nochmal erzählt. Ja. Also ich nicht, aber... Was soll das heißen? Was habe ich denn jetzt schon zum 10. Mal erzählt? Dass du das nicht weißt, das war mir jetzt klar. Ja. Ich versuche ja noch... Du versuchst noch rauszufinden, was ich meine. Nein, ich versuche noch eben immer wieder was Neues einfallen zu lassen, was ich noch nicht erzählt habe, aber... Ja. Genau. Der Sarge hat übrigens auch noch angemerkt, weil wir über den Orden Pour le Mérite gesprochen hatten. Ein preußischer Orden mit französischem Namen. Ja! Ich musste aber erst mal drüber nachdenken. Ich darf das jetzt mal sagen. Er sagte, zur Zeit Friedrich des Großen wurde an allen Höfen durchweg Französisch gesprochen. War die damals anerkannte europäische Sprache. Deswegen hat der Orden auch einen französischen Namen. Ah! Das klingt jetzt wieder so blöd, ja? Mhm. Aber das kommt daher, weil die Franzosen halt im ganzen Land Französisch gesprochen haben. Oder hatten die auch so Dialekt? Also ich meine, welcher Mecklenburger versteht denn so ein Bayer? Also, naja, das sind ja schon fast Frankreich war schon zumindest schon sehr lange eher zentralistisch, ja. Ja. Und sie waren halt auch kultivierter durch den, also wenn man den Hof bedenkt. Ja, auf der anderen Seite, also rein vom Klang her, ich finde, Französisch ist eine Sprache, die gut von einer schönen Stimme gesprochen einen sehr schönen Klang hat. Ich verstehe nicht so wahnsinnig viel von, aber es klingt schön. Der ist gut. Deutsch klingt ja meistens immer etwas härter. Ja, zum Fluchen. Also wie gesagt, Finnen kenne ich einige, die haben gesagt, Deutsch ist super. In Deutsch kann man fluchen. Ja. 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 Ja, ja, ja. Hast du apropos die französische Sprache, ich verstehe nicht so richtig davon, hast du das mitgekriegt mit dem Scrabble? Nee. Wo wir gerade bei die Welt des Unnützen sind. Das mit dem Scrabble. Also wenn jetzt September ist, ist es schon länger her. Vor kurzem habe ich in den Nachrichten gehört, und das fand ich ganz spannend. Es gibt ja diese, ich rate mal, das ist auf Englisch, World Championship of Scrabble. Was jetzt auch keine Überraschung ist. Und da war ein englischsprachiger, ich glaube es war in Australien, bin nicht wunderbar, aber ich glaube es war in Australien, der hat das schon gewonnen. Und nicht das erste Mal. Und hat es gewonnen und fand es jetzt irgendwie doof, dass er es nur auf Englisch gewonnen hat. Mhm. Und hat sich deswegen hingesetzt und hat gesagt, du, eigentlich ist das doch gar kein Problem, ich müsste doch eigentlich auch auf Französisch gewinnen können. Aber außer Bonjour und Un, deux, trois kann ich nichts. Also setze ich mich jetzt hin. Und lerne mal das Wörterbuch auswendig. Nehme mir dieses dicke Wörterbuch, habe überhaupt keine Ahnung von Französisch, will es auch nicht schreiben oder sprechen können, habe aber ein grundlegendes Verständnis von Sprachen, also wie sozusagen Wortbausteine zusammen, und kann mir Sachen sehr gut merken und hat es tatsächlich geschafft. Tja. Unglaublich. 4 Wochen hat er gebraucht für das Ding. Hat sich 4 Wochen hingesetzt, so tschuck, 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 okay, jetzt hab ich's drauf, jetzt weiß ich, da Körner kommt ein und da hinten ein X. Mhm. Und dann war es zack. Saukrass. Tja. Also er hatte wirklich Gegner. Also man könnte jetzt sagen, ja, die Australier haben wieder nur wie die Meisterschaften da in Amiland, gell? Die wir kämpfen nur gegen uns selber. Wie war die? Football? Soccer? Baseball? World Championship? Ich glaube, Baseball, es war American Football. American Football? Wo die World League nur... Nur Amiland. Also nein, in diesem Falle gab es wohl auch Muttersprache Französisch, die da ging, aber... Sure. Das fand ich echt, also wo die das gesagt, also ich hab's ja im Radio, wo das da kam, das fand ich echt krass. Ja, aber Französisch ist ja immer noch die Diplomatensprache, also ist quasi die Amtssprache der Europäischen Union quasi. Ja, Bruxelles. 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 Wie spricht man das aus? Brüssel. Brüssel? Hätte ich gesagt. Br-
Bruxelles? Mhm. Das klingt jetzt irgendwie, Bruxelles klingt so ein bisschen... So wie Strasbourg. Strasbourg? Strasbourg. Straßburg. Ach so. Strasbourg. Ich war gerade verwirrt. Da merkt man den Unterschied. Strasbourg und Straßburg. Ja, aber wer hat's denn gebaut? Die Schweizer? Jawohl! Nee, Straßburg war... Wer hat denn dann St. Petersburg gebaut? Das kleine Peterchen. Was sollte denn diese Geräuschkulisse bitte bedeuten? Peterchens Mondfahrt, oder was? Das ist ja wohl jetzt eine Frechheit, weißt du, diese Herabwürdigung meiner allgemeinen anerkannten Thesen. Hier 5, den erreichen wir noch nicht, gell? Soll ich ihn da vorziehen, 1? Zieh mal vor. Hier jetzt mal. Ah, auf. Sehr gut. Ja, ich würde gern die Bunker zumindest anlatzen, weil dann können wir hier unten ein bisschen aufräumen. Weil er hat wenn wir die Fabrik da einnehmen würden, dann wäre schon mal viel geholfen. Ja, aber das Problem ist, er hat jetzt eine mittlere, die ziemlich gut ausgebaut ist. Und die aber jetzt die reparieren hat... lässt. Ah, das. Ah, hat. Ah, hässlich. Ja. Yeah. Und deswegen bin ich da schon die ganze Zeit am Wursteln, dass der die da, aber er kriegt sie. Wird nichts anderes was man. Er kriegt sie repariert. Ja. Denn wie mühsam er lässt das Eichhörnchen mit dieser Leichten da schon seit einer Ewigkeit rüberfahren. Sein unwegsames Gelände. Ja, übrigens, also nur falls man jetzt denkt, der Hagen, was macht der denn für Quatsch? Der könnte da doch schräg quer rüber. Das Gebirge. Ins Gebirge, aber das dauert ewig. Deswegen wollte ich jetzt oben rum, was auch ewig dauert. Also es war, beides ist keine, also ich hatte deswegen überlegt, die Fabrik unten einfach zu ignorieren. Und hatte jetzt, nur damit wir mal über die Strategie reden, hatte jetzt hier mal eingeladen die Schwere und zwei Infanterien. Die Schwere muss ich jetzt raussetzen, um diesen Bunker zu knacken, dachte ich mir so. Dann können wir nämlich die Fabrik da oben einnehmen. Und dann würde ich nämlich langsam darunter und dann auf einmal mit der Kavallerie die hier einballern. Ja. Und dann das Hauptquartier einnehmen und unten währenddessen lenken wir ihn ab, dass er das alles zum Hauptquartier schickt. Das war mein Plan. Sehr gut, Hagen. Und die Schwere wollte ich da eventuell knacken mit 2 Fliegern und da die muss ich gleich noch reparieren lassen. Ja. Okay. Weil apropos reparieren, habe ich da einen drin und habe ihn nicht reparieren lassen. Wir sind im Bewegenmodus. Ach, Hagen, ey. Wird alt, gell? Dafür greift er uns nicht an. Das wollte ich jetzt mal kurz anmerken. Ja. Er hat ja auch nichts mehr. Jetzt deprimierst du mich, weil das bedeuten würde, dass wir eigentlich durchrennen könnten. Zumindest, wie viele Einheiten hat er denn jetzt noch? Du musst jetzt kurz warten, weil ich versuche gerade das Update reparieren. Ja. Ja. String. Wir haben immer noch eins. Also bei uns hat sich schon ein paar Runden nicht verändert. Guck mal, vor allem jetzt ist wieder Zug 2. Wir waren vorhin schon bei Zug 17. Nein, das ist wie viele Bewegungen du schon in dieser Runde gemacht hast. Das ist nicht die Runde, sondern wie viele Züge du... Wir sind in Runde 15. Ach, tatsächlich, da oben Level steht's. Right, Modus Angriff. Bester 0. Und 1299 Punkte haben wir schon. So, jetzt hat er sie rein. Letztens. Wer hat sie rein? Achso, zum... Die Artillerie zur Reparatur. Ja, lässt sich nicht ändern. Wir werden die versuchen, da hinten später mit Fliegern auszuheben. Einfach gucken, was passiert.
dum, di dum, di dum, di dum. Diddly, diddly, di, 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 diddly, din, din. Mühsam. Ja gut, das war klar. Inherzig. Aber das war jetzt nicht das Primärziel, diese Artillerie platt zu machen. Ja. Oder den Panzer angegriffen. Das war der Plan. Repariert. Und das war's. Mehr macht er nicht. Wolltest du jetzt die Artillerie da stehen lassen? Die Schwere, ja. Ja. Ah, um den Bunker da. Ja. Ich hatte nur kurz überlegt, ob ich die kleine da eins runterziehe. Aber ich krieg so oder so die andere Artillerie nicht. Und hier steht die nur noch gefährdet da. Hm. Könnte den. Wobei ich ziehe sie eins runter, kann ich unten die Infanterie platt machen, die da. Mhm. Oder? Ja, und den Spähpanzer kannst du auch eins runterziehen, oder? Nö, ich würde da stehen, dass ich, wenn der weiter auf den schießt, ist doch perfekt. Zum Ablenken quasi. Mhm. Genau, die kleine Artillerie, die du da hochgezogen hast, soll die weiter hoch? Nee, ich hatte, muss ich zugeben, ich habe jetzt die Infanterie, um sie dahin zu stellen. Um dich zu machen? Um dich zu machen und die Infanterie, um sie dahin zu stellen. Und mit der okay. Können wir machen, was wir lustig sind. Da können wir reinfahren und sie reparieren, wenn wir wollen. Ja, mal reparieren. Also die waren nur zum Aufpassen da. Mhm. Oben hatten wir Flieger noch, ne? Ja. Die lassen wir stehen. Mhm. Können wir da noch etwas vorstürmen? Keine Möglichkeit, irgendwen anzugreifen mit dem Flieger. Du könntest den Flieger, willst du den unten behalten oder oben mit dazu, um oben durchzustürmen? Ich wollte unten die mittlere angreifen können. Okay. Ja, wir können sie auch hochziehen. Ich will mir Aua machen. Mhm. Und da die große angreifen. Ja, habe ich ja auch gerade gesagt. Gedacht. Ja, unten gilt es ja nur, ihn aufzuhalten, dass er und das, um die Kräfte zu binden, um dann oben durchzustoßen. Du weißt schon, dass der Bunker uns jetzt angreift. Nee, ist ja unser Bunker, der greift uns gar nicht an. Aha. In unseren Schützengräben greift uns unser Bunker eher selten an. Ja, gut. Ja, du kannst schon drücken. Und wie viele gehen platt? Ich tippe auf 2. Ja, einer. Der ist auch unausgebildet und nur aus mit 4. Der Artillerie. Cool. Und wie geht's schneller? Hm? Dann jetzt drauf und tot. Mit der nochmal. Ja. Ah, einen Bunker kriegen wir, aber ich würde den da angreifen wollen. Mhm. Ja, wie gut ist die denn? Oh, sehr gut. Ich kann nicht los. Macht vielleicht kurz einen Prozess. So, haben wir noch was zur Reparatur? Nein. Ist noch nicht drin. Ist noch unterwegs. Oder haben wir hast, du nicht hast du nicht irgendwo Infanterie reingezogen? Das war so vor 8-9 Runden, da habe ich schon wieder rausgeholt. Ja, aber du wolltest die, die jetzt gerade auf das Hauptquartier zuläuft, reinziehen, um sie dann reparieren zu lassen. Die, ja. Genau. Cool. Ja. Jetzt, genau, der zieht seine reparierten Sachen gerade wieder raus. Mal gucken, was unsere Flugzeuge mit der leichten Ari macht.
eine. Du bist jetzt auch unmotiviert, die Space-Taste noch zu drücken. Ja? Das habe ich auch schon versucht. Ich bin unkonzentriert. Aber zu mir was sagen, wenn ich den Gegner herankommen lasse, weißt du? Ja. Komm, einen noch. Ja. Ja. Sehr schön. Die ist weggeräumt. Brrrt. Ja. Okay, dann wollen wir doch mal sehen, was die schwere, voll ausgebildete Artillerie mit dem Bunker macht. Ich sag zwei. Meinst du alle? Du meinst alle. Einer? Einer? Nein. Einer mehr, muss schon mehr sein. Ja, alle. Sauber. Hast du gut geschätzt? Mhm. Alle. Ja. Sogar noch Reserveschüsse übrig. Ah, da waren noch ein paar übrig. Cool. Ja. Aber Hagen, ich würde mal sagen, für den Endschwung sollten wir uns noch etwas... Endschwung? Das ist wie beim Skifahren. So. Genau. Sollten wir uns noch etwas erfrischen. Nicht, dass uns jetzt die Konzentration im entscheidenden Moment flöten geht. Jawohl. So machen wir das, Herr Vize, General zur See, de zur Kofi. Luftfahrt, der Kofi, der alles. Der alles, mir mein Helm rutscht schon wieder. Ja. Gut, ja dann, es sieht ja gut aus. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch fertig machen. Das dauert wahrscheinlich auch noch ein paar Runden, aber... So wie das letzte Mal, es dauert noch ein paar Runden, waren es irgendwie 30. Ja, aber wenn ich überlege, wie wir angefangen haben, ja. Sieht doch sehr erfreulich aus. Also das müssen wir eigentlich jetzt gewinnen. So sieht es aus. Ja. Gut, dann... Sagen wir wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn wir dann das erste Jahr voll machen und die sechste Mission dann hoffentlich abschließen können. Schon klar. Bis genau. Denn. Tschüss. Ciao. Ad Astra. So, meine Damen und Herren, und jetzt kommt hier Histoline, das ist, glaube ich. Ja, ja, genau. Also das spielen wir jetzt. Also das sind wir ja gerade hier und der Hagen heißt er, glaube ich, der hier so nicht, ja, so.